Und damit recht herzlich willkommen zur nächsten Folge All the Mods 6. So, Freunde, wir haben heute ein bisschen was vor. Und zwar möchte ich heute den Digi-Miner bauen. Nur mal so als Grundziel der heutigen Folge. Weil ich habe keinen Bock mehr zu minen. Ich zeige euch mal, wie das mittlerweile aussieht. Wir gehen mal in die Badlands-Mine. Wenn der mich telefoniert, ist ja sehr gut. Das ist die Badlands-Mine. Ich habe hier ein bisschen was gemeinert. Also primär hinten für Dingenskirchen. Ja, so sieht das derzeit in meiner Mine aus. Das geht ganz schön weit. Ach, jetzt seht ihr es. Jetzt können wir die Karte aufmachen. Das habe ich mittlerweile gemeint. Nur auf diesem Level. Wie ihr seht, ich bin da an so einem Dungeon vorbeigekommen. Ja. Dann gehen wir nochmal eins runter. Eins oder zwei. Wie weit bin ich runtergegangen? Ich weiß es gar nicht. Ach ja, hier auch nochmal. Ach, hier hängen sogar noch ein paar Spawner in der Luft. Ach, guck mal, hier ein zweiter Spawner. Na, also das ist nicht so gut. Hier unten haben wir dann gleich noch den großen Bereich. Das ist nicht gut. Das sieht erstmal sieht's kacke aus. Zum Glück, muss ich dazu sagen, habe ich mir den Light Placer in den Mining Laser mit eingebaut. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. So muss ich nicht ausleuchten und vergesse irgendwas, wo dann doch wieder was bauen kann und so weiter und so fort. Das ist immer so ein bisschen. Auf dem Server spielen ist da immer so ein bisschen, ne? So, also, kommen wir zum Hauptteil. Ich habe jetzt hier oben die Felder ausgelegt. Es sind auf jeder Seite 8 Felder. Wir gucken mal wieder auf die Karte, wenn die Karte sich mal aktualisieren würde. Dankeschön. Es sind auf jeder Seite 8 Felder mit jeweils 3 Zwischenräume, also als Gang zwischen. Und dann in der Mitte ist halt ein Zweiergang. Das lässt mich nicht hoffen, was das angeht, was die Grundstruktur des Gebäudes angeht. Aber egal, kriegen wir irgendwie hin, kriegen wir ausgebaut. Hier ist dann jeweils ein 5 breiter Laufweg. Ich habe jetzt erstmal zum Auslegen Smoothstone genommen. Das wird demnächst noch ersetzt. Wahrscheinlich mit irgendeinem schöneren Smoothstone oder mit Concrete oder irgendwas finden wir da schon, was wir da machen können. Und dann ist der Plan jeweils hier auf der Mittel, auf dem Gebiet, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich, weil das immer vom Rand aus hier ein bisschen einfacher ist, kommt hier jeweils ans letzte Feld ans letzte, an letzt, an, am letzten Block des Feldes sozusagen, an die Wand ein Support-Beam, so eine Art Stützpfeiler aus Stahl, aus Steel Scaffolding oder Steel Sheet Metal, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Auf alle Fälle wird es Stahl sein, weil das muss ja robust aussehen und so weiter und so fort. Und dann auch mit Stairs oder halt mit diesen Slopes von, gibt es die Slopes eigentlich? Slope von Framed Blöcken, ja, hier diese Slopes. Ah, so wird das geschrieben. Hier so Slope mit Slope. Oder halt mit einer ganz normalen Stahltreppe. Müssen wir gucken, wie ich das hinkriege. So, aber jetzt, und da warte ich immer noch drauf. Wie gesagt, Chunk Loading funktioniert immer noch nicht. Also Offline Chunk Loading funktioniert noch nicht. Ich hoffe mal, ich werde heute Abend wahrscheinlich nach meiner Schicht, werde ich den Server, das Spiel auf die aktuellste Version heben. Das ist Stand jetzt, ist es die 3.20, glaube ich. Wir sind, glaube ich, immer noch im Dreierbereich, ne? Weil Viererbereich würde da meistens heißen, ja, 3.18 haben wir jetzt und 3.20 wird es dann heute Abend sein. Ich hoffe mal, dass dann durch Mod-Updates das Offline-Chunk-Loading behoben wird. Ich hoffe. Wir hoffen und ihr hofft natürlich mit mir mit. So, was ich denn aber schon aus dem Kommentar gelesen habe, den ich vorhin gerade gelesen habe, dass wohl dann die Tastenbelegung einmal komplett durchgenudelt werden. Müssen wir mal gucken, wie es ist. Müssen wir mal gucken. Habe ich sonst irgendwas gemacht? Ja, ich habe die Bienen ausgeschalten. Bin mir dann, ich glaube, ich habe es letzte Folge schon erwähnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Bienen weitermache. Allerdings werde ich das machen müssen auf lange Sicht, weil es gibt keine Stahl-Seeds. Wenn ich das richtig außer Mana-Stil, aber es gibt keine Stahl-Seeds für Mystical Agricultures. Kann sein, dass das mit einer der nächsten Versionen dazukommt. Werden wir sehen. Aber wenn wir Kohle und Eisen als Seed haben, ist das, ne? Ihr wisst, wie es ist. Hier, Steel Nuggets, können wir die irgendwie herstellen? Nö.
Nö, gut. Dann brauchen wir ein bisschen was. Wir nehmen mal das hier raus. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Wir wollen den Digiminer bauen. Dazu brauchen wir erstmal den Osmium-Kompressor. Den habe ich nämlich noch nicht gebaut gehabt. Habe ich davon noch welche rumliegen von Steel Casings? Wahrscheinlich nicht. Steel Ingots, Osmium Ingots und Glas. Glas haben wir da. Osmium müsste das sein. Und Steel haben wir hier irgendwo. Davon brauchen wir eh ein paar. Ja, wir bauen mal 8 Stück für Further Use, weil wir brauchen die eh für. Dann brauchen wir 2 leere Buckets und 2 davon. Zack. Weil wir müssen nämlich Refined Obsidium Dingenskirchen machen. Ich habe Buckets. Ich habe die auch irgendwo. Da, den einlassen wir mal drinne. Ein falscher Crafting-Kabel. Da haben wir dann den Osmium-Kompressor. Jetzt gehen wir hin, brauchen nochmal Osmium. Ich muss mal gucken, wie viel Refined wir brauchen, glaube ich, nur für den. Genau, nur für den Robot brauchen wir Refined Obsidian. Das ist einmal Refined Obsidium. Das müsste hier drin sein. Ja. Nee, das ist nur Obsidium Dust. Oh, habe ich die alle eingeschmolzen? So, 4 und 1. Refined Obsidium brauchen wir dafür. Ich habe hier jeweils schon ein paar Upgrades drin, 4 und 3. Verbraucht jetzt 35 hier 11 pro Tick. Ist nicht viel. Wir brauchen bloß 2. Dann stellen wir den Osmium-Kompressor da mal hin. Und wieder ein Gerät, was wir muten können. Also nicht ganz muten, ihr kennt das Spiel. Wir stellen mal auf 16. Ja, 16 hört sich gut an. Aber 15, 16 so in dem Dreh. Das hört sich gut an. So, da haben wir unsere 2 Refined Obsidian-Dinger. Die sind übrigens auch für Armor von. Also jetzt Pre-Oldemodium, verständlich. Für Armor nicht schlecht. Die bieten relativ hohe Armor-Toughness. Gut, dann gucken wir weiter. Was brauchen wir noch für meinen Digiminer? Wir brauchen den Teleportation Core. Das heißt, wir brauchen Dias, Gold und Lapis. Dia, das ist nicht mehr viel, was ich da habe. Gold, Lapis und Gold. So, dann bauen wir uns 2 Teleportation Cores. 1, 2. So. Dann brauchen wir hier noch ein Steel Casing. Wir brauchen die Dinger. Dafür brauchen wir noch jede Menge Iron. Ups. Daneben geklickt. Davon brauchen wir, glaube ich, 2 von den Logistical Sorter, ne? Ja. Jetzt brauchen wir noch 2 Pisten. Das heißt, wir brauchen hier ein bisschen Cobblestone. Pisten brauchen wir eh immer. Und jetzt brauche ich wieder Eisen, weil. Nee, doch nicht. 1, 2. Dann brauchen wir noch den Robot. Dazu brauchen wir 2 davon. 1, 2 und die Smart Chest, glaube ich, war das, ne? Dazu brauchen wir 2 Chests. Wir machen das mal hier weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind nur 7. 8. Wie gesagt, mehr Chests sind immer besser. Zack. Weil wir brauchen ja dann auch noch was, wo wir unser Zeug unterbringen können. So, Robert, Smart Chest. Jetzt will er plötzlich. Nein, ich will doch die Smart Chest haben, nicht die Smart Barrel. Es gibt auch einen Smart Barrel, das ist auch nicht schlecht. So, dann können wir uns, glaube ich, ups, verklickt. Dann können wir uns den Robert bauen. Und dann müssten wir theoretisch alles für den Digiminer zusammen haben. Jawohl, gut, dann. Einmal, ich habe übrigens was rausgefunden. Ich habe ja gesagt, das geht nicht. Aber wenn ihr hier Doppelklick drauf macht, wieso ist mein Dia nicht eingebunden? Wieso sieht er meine Dias nicht? Wenn ich die jetzt hier reinschmeiße, sieht er es dann? Da sieht er es. Doppelklick funktioniert nicht. Strange. Achso, hier zu der Kiste nochmal. Ich habe ja, wie ihr seht, wird in die Kiste mit Mechanism gepumpt. Hier musste ich allerdings umsteigen auf die Item Pipes, weil die Mechanism Pipes pumpen nicht aus der Kiste in den Controller, wenn
wenn der Drawer voll ist. Das heißt, Mechanism erkennt anscheinend nicht, dass der Drawer das trotzdem annehmen kann, weil er verwurstet das dann ja im Revolt Upgrade. Das wird ja weggesprungen. Das sieht Mechanism anscheinend nicht. Die Item Pipes von Pipes Mod sehen das allerdings. Und somit wird auch das Void Upgrade in gut Use zu Use genommen. Komischer Satz, verzeiht mir das. So, wir haben unseren Digi-Miner. Dann brauchen wir jetzt noch Ender Chests. Jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, wir brauchen Ender Chests. Und zwar diese hier. Dazu brauchen wir ein Ender Sack, dazu brauchen wir Leder und Ender Eis. Leder, 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 Leder. Wollte ich mal Leder? Kann man kurz mal jemand sagen, da ist mein Leder. Dann brauchen wir die Enderperlen. Davon müsste ich eigentlich auch noch etliche rumliegen haben. Ich habe hier zur Not noch ein paar Fragmente. Wo sind meine Enderperlen? Wer hat meine Enderperlen geklaut? Das muss ich mal kurz rausfinden, wo meine Enderperlen sind. Habe ich die übersehen? Tatsächlich, da sind sie. Ender Sack. Ender Eye habe ich noch. Ich müsste doch. Davon müsste ich auch noch was haben, ne? Davon müsste ich auch noch was haben. Das reicht sogar, gerade so. Das heißt, wir brauchen zwei Eye of Ender. Zwei Ender Sacks. Ach ja, die stacken hier nicht. Dann brauchen wir Obsi und Blaze Rods. Habe ich noch? Ja, habe ich noch. Ich brauche 8. Obsi. Da ist Obsi. Das ist die. Und Wolle. Wolle, 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 Wolle. Wir nehmen für die Chests. Ich bleib mal grob bei der weißen Wolle, dann färben wir zur Not gleich ein. Eins und zwei. Dann stellen wir die jetzt hier hin. Und da ich ja auf dem Server spiele, auch wenn ich den Lex mag, wie war das mit Shift? Ja, mit Shift-Rechtsklick. So, ihr seht jetzt, der hat ein relativ kleines Inventar. Wenn das die Mod ist, an die ich denke, die es ist, kann man den mit Shift-Rechtsklick vergrößern. Ach, der vergrößert gleich die komplett gelinkten. Das ist ja cool. Ist jetzt auf 18 Slots, auf 21 Slots. Das sollte erstmal reichen. So, jetzt brauchen wir Farbe. Dafür nehmen wir uns unseren Botanik-Rucksack. Wo ist er? Die Botany-Pouch, Flower-Pouch. Ich würde sagen, wir gehen mit Schwarz-Weiß. Ja, Schwarz-Weiß. Und was ich rausgefunden habe, ihr braucht, um die Pedals in Farbe umzuwenden, ändern kein Modder mehr. Das finde ich eine sehr gute Edition. Also ja, fürs Autocrafting ist das eine gute Edition. 1-1, 1-1. So, die sind jetzt gelinkt. Dann nehmen wir uns die. Eine stellen wir hier hin. Pipes Mod. Zack. Nee, wir machen das anders. Damit da ich hier, dass ich hier den Boden behalten kann, gehen wir mal eins tiefer. Und schieben das. Habe ich davon noch welche? Wartet mal kurz. Habe ich davon noch welche? Ja, Elite Logistical Transporters. Sehr gut. So. Dann wird das damit rübergeschoben. Dann brauchen wir unseren Configurator. Configurator, Configurator. Da ist er. Und machen das einmal so. Dann sind wir damit safe. Nehmen uns das. Und die Geschichte ist abgefrühstückt. Gut, das war das. Dann kommt das alles wieder weg. Die Dinger lege ich mal hier rein. Dich auch, die Pisten an die Opsi kann so zack, 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 zack. Die Enderperlen können dann auch mal hier rein. Den brauchen wir auch nicht mehr. So, dann brauchen wir jetzt natürlich noch Saft. Wir haben eine Dimensional Cell und die müsste sogar schon eine Karte drin haben. Ja, yep, aber die Karte müssen wir, die müssen das Linken der Karte müssen wir noch ändern. Weil ich will ja nicht direkt aus der. Nicht aus der Energie befüllen, wie zum Beispiel, ja, die ist ja auf die gelinkt, die Karte. Ich will ja aus der Energiezelle gut befüllen, ne, sozusagen. So, also linken wir die noch einmal neu und ist jetzt auf Link 1.
Und somit erhöht sich dann allerdings auch gleich der Puffer. Ihr seht jetzt, der Puffer ist jetzt 3 Millionen, weil diese Zelle, die Zelle und die Zelle, welche Zelle ist das noch? Ach, die drüben bei den Bienen. Genau, drüben bei den Bienen haben wir noch eine stehen. Die sind jetzt miteinander verbunden. Das heißt, wir haben jetzt die Ender Chests, wir haben den Digiminer. Ich bin überlegen, ich baue mal noch jeweils zwei Upgrades. Insbesondere die Energy Upgrades sind mir sehr wichtig. Mit 8 wird, glaube ich, schwer. Ja, mit 8 wird schwer. Also, es wird, wir gucken mal. Ich würde aber zumindest gerne die ganzen Energy Upgrades haben. Ach, ich habe die sogar gespeichert. Also, die Speed Upgrades, sage ich mal, nehmen wir mal 4 mit. Aber die Energy Upgrades hätte ich gerne die vollen 8. So, das hätten wir auch. Dann gehen wir jetzt in die Mining-Welt und bauen das Ganze mal auf. Ich möchte mal gucken, ich bin mal gespannt, wie das aussieht mit den. Wir gehen mal, ja, wir gehen einfach mal in den Chunk hier. Ist ja egal. Hier habe ich zwar auch schon gemeinert, aber. So, da das, da die Energie und da der Output. So, du bist auf All Out, bitte. Das heißt, er kriegt Energie. Jetzt müssen wir natürlich konfigurieren. Dazu gehen wir mal auf Iron. Habe ich F3G an? Ja, ich habe F3G an. Forge Ores. Gold ist auch, müsste auch Forge Ores sein. Das ist Forge Ores. Okay, dann, was ist das denn? Inverse Mode. Okay, Radius sind immer 32 Blocks, höher geht es nicht. Minimum 0, nee, minus 64. Und Max, wir sind hier auf Höhe 75, sagen wir mal 70. So, New Filter, Tag. Und hier geben wir jetzt ein, Forge. Wie war das? Forge Slash Ores? Nee, Doppelpunkt. Doppelpunkt Ores. Safe. Jetzt hat er alle Forge Ores. Jetzt gucken wir mal, was die Diamonds getaggt sind. Auch Forge Ores. Er müsste jetzt alle Forge Ores drin haben. Bam. Thema durch. Und Start. Ihr seht, er muss 19.000 Ores farmen, sozusagen. Warte mal, wir müssen mal den Auto. Warte mal. Auto. Reset Config. Inverse Mode. Digital Miner. Ach hier, da ist der Auto Eject On und Silk Touch wollen wir nicht. Und wir haben jetzt Needed 983 FE pro Tick ohne Upgrades. Jetzt kommen die Upgrades rein und wir sind immer noch bei 983 FE pro Tick. Gut, das ist das. Und da der Warte mal kurz, ich lade mal kurz den Chunk, in dem wir stehen. Und gehen mal kurz nach Hause. Weil eigentlich sollte er doch exportieren, oder bin ich blöd? Achso, der Chunk ist wahrscheinlich. Achso, ich kann das nicht. Ah, gut. Wir müssen hier doch mal aufmachen. Wieso geht die Kiste nicht auf? Hä? What the? Wo ist bitte schön meine? Wo sind meine Upgrades hin? Okay, er meint auf alle Fälle, das ist schon mal gut. Kessel. Jetzt müssten hier ja die Raws. Ah ne, die Raws habe ich ja auch schon alle drin. Nö, dann sieht so aus, als wenn es funktionieren würde. Board habe ich jetzt noch nicht einsortiert. Das ist Forged Gems, das ist egal. Nö, dann läuft unser Auto, meine Freunde. Das ist ein bisschen strange, sag ich mal, dass
dass die Upgrades weg sind. Das finde ich jetzt nicht so unbedingt prickelnd. Aber wichtig an der ganzen Geschichte ist, ich muss nicht mehr minern gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche mal kurz eine Trapdoor. Wichtig ist, dass ich nicht mehr minern gehen muss. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir haben ja noch ein bisschen Gold und so weiter übrig. Vielleicht können wir uns ja noch mehr. Jetzt brauchen wir hier Gold. Und Stahl wahrscheinlich auch. Wir können uns ja noch mal ein paar Windmühlen bauen. Ich brauche also, um das Ding komplett zu betreiben, noch mindestens 6 Windmühlen. Nur mal so, um das zu sagen, damit das System noch weiterläuft, damit meine anderen Dinge noch laufen. Und dafür fehlt mir jetzt hier in dem Falle Redstone. 17, ich brauche 12. So, damit eine. Ups. Zwei. Und jetzt brauchen wir Osmium, die haben wir hier. Drei. Vier. Fünf. Und, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, nee, sind 6, alles gut. Ich habe nichts gesagt, wa? Ich habe nichts gesagt. So, dann die Forge Energy Pipes, die hier, die will ich haben. Dann versuchen wir da irgendwie mal hochzukommen. Das sind jetzt auch versprochen, das sind die letzten. Jetzt ist mein Headset schon wieder ausgegangen. Das sind die letzten Windmühlen, die ich baue. Das hatten wir, glaube ich, oft genug, dass ich ein ganzes Pack versuche mit Windmühlen zu machen. Wie gesagt, dann, wenn wir die Base stehen haben, dann gibt es den. Dann werden wir wieder mal ein bisschen mit Advanced Generators arbeiten. Jetzt habe ich natürlich nichts zum Bauen dabei. Ne? Da ist ein Trader. Okay. Hui. Wie bin ich denn die letzte Mal hochgekommen? Hat das auch so lange gedauert, meine Herren? Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Was ich zwischen den Folgen gleich machen werde, ist, ich werde, um das zu sagen, erstmal eine ganze Weile rumstehen. Also speziell, wenn ich auf Arbeit bin, dadurch, dass Chunk-Loading ja noch nicht so die Leistung ist. 1, 2, 3, 4, 5, ja, tatsächlich 6 Stück. So, damit produzieren wir jetzt 108 mal 6. Okay, Google, 108 mal 6. 108 mal 6 entsprechen 648. Nein, stimmt gar nicht, ich habe ja gelogen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Google, 108 mal 11. Mal 11. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Google ist übrigens sehr nett. Ich habe gerade ja, ich hab gerade gesagt, ich habe mich versprochen, klar. Und angezeigt wurde mir 108 mal Apple mal 11. Okay, Google, 108 mal 11. 108 mal 11 entsprechen 1188. 1188 RF machen wir jetzt. Und das sollte erstmal reichen. Wie gesagt, der Miner läuft ja nicht, läuft nicht durchgängig. Wenn der jetzt einmal durchgelaufen ist, sollte ich genug Material haben. Hoffe ich. Übrigens, mein Headset ist wieder aus. Nur falls ihr das nicht mitgekriegt habt. Ich werde hier, die sind eigentlich alle geupgradet. Da ist überall Upgrade drin. Hier noch nicht. Die werde ich noch upgraden müssen. Und ich werde natürlich überprüfen, was einsortiert wird, was nicht einsortiert wird und so weiter und so fort. Kommt da noch was? Wieso? Wieso kommt da nichts mehr? Bist du leer? Nö, eigentlich nicht. Gehen wir mal in die Mining-Welt. Und der ist auch noch nicht fertig. Nee, der pumpt fleißig. Irgendwas stimmt mit den Ender-Chests nicht, habe ich das Gefühl.
Gut, wahrscheinlich funktioniert das Interdimensionale, aber eigentlich. Gut, dann werde ich jetzt hier in der Mining-Welt parken, werde mich auf Arbeit vorbereiten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye bye und tschüss.